Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute teste ich den Tarion TS2 Slider für euch. Viel Spaß dabei! Für gerade einmal 55 Euro bekommt man den Tarion TS2 Slider in der 60 cm Version. Bei dem Preis war ich sehr auf die Verarbeitung gespannt und die ist äußerst hochwertig. Die Schiene, der Slider und die Füße sind komplett aus Metall gefertigt und sind ziemlich stabil. Selbst bei hoher Belastung biegt sich die Schiene nicht durch und das, obwohl der Slider nur für 5 Kilo schwere Kameras zugelassen ist. Die Füße lassen sich verlängern und verkürzen, somit kann der Slider auch auf unebenem Untergrund gerade positioniert werden. Für glatte Oberflächen befinden sich unter den Füßen kleine Noppen. Diese fallen bei mir jedoch ständig ab. Mit dem 1/4 oder 1/8 Zoll Gewinde kann der Slider auf einem Stativ befestigt werden. Dieses sollte jedoch sehr stabil sein, da die Fahrten sonst wackeln. Zwei Stative können leider nicht verwendet werden, da die zusätzlichen Gewinde keine 1/4 Zoll Gewinde sind. Deshalb ist der Slider für mich nur auf dem Boden oder auf einem Tisch zu verwenden. Kommen wir nun zum Kameraschlitten. Dieser gleitet super weich und ohne Ruckeln auf der Schiene. Diese sollte übrigens regelmäßig von Staub und Schmutz befreit werden. Zusätzlich fette ich die Schiene noch etwas ein. Am Schlitten selber gibt es eine Schraube, um den Slider zu arretieren. Leider kann hiermit der Slider nicht gedämpft werden. Dies würde besonders Fahrten im teligen Bereich erleichtern. Auf dem Schlitten kann mithilfe eines 1/4 Zoll Gewindes ein Stativkopf angebracht werden. In meinem Fall ist es ein Fluidkopf, ebenfalls von Tarion, der allerdings nicht sonderlich gut ist. Abgesehen davon würde ich für Sliderfahrten auf jeden Fall einen Fluidkopf oder einen Kugelkopf empfehlen. Kommen wir nun zum Wichtigsten, den Sliderfahrten. Hierbei stellen Kamerafahrten von links nach rechts kein Problem dar, sofern der Schlitten im Gleichgewicht ist. Ist dies nicht der Fall, verkantet sich der Slider. Das liegt daran, dass zwischen der Schiene und dem Schlitten zu viel Luft ist. Möchte man zum Beispiel eine Fahrt machen und gleichzeitig schwenken, ist das nicht möglich, denn dann ruckelt der Slider enorm. Beheben lässt sich das nur, indem der Schlitten permanent nach unten gedrückt wird. Deshalb ist der Slider für mich nur für einfache Links-Rechts-Fahrten zu gebrauchen. Mit etwas Übung und vielen Versuchen erhält man zwar trotzdem brauchbare Ergebnisse, als zuverlässiges Arbeitsmittel geht der Slider jedoch nicht durch. Und das alles nur, weil der Slider nicht ganz passgenau ist. Ärgerlich. Abschließend kann ich den Slider somit leider nicht empfehlen. Wer äußerst selten mal eine Kamerafahrt machen sollte und das ohne Schwenks, für den könnte der Slider in Frage kommen. Alle anderen sollten sich nach einem anderen Modell umsehen.